Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, herzlich willkommen. Happy Halloween. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Ede Live. So, also, ich sag euch was. Es passiert jetzt Folgendes. Ich bin Diablo-süchtig. Und ich habe mich ins Endgame gespielt, offline. Und jetzt kommt's. Auf der Playse. Ich habe eine Version für PC, ich habe eine Version für Playse. Und Gott sei Dank sind die kompatibel. Also du hast den, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist ein Spielstand. Und dann habe ich mich vor 2 Tagen, habe ich mich mal so hier hingesetzt, gedacht so, komm, guck's mal an, wie Diablo 4 so mit Joypad ist. Und dann habe ich festgestellt, das macht mir mit Pad mehr Bock als mit Maus. Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht liegt es an dem Bild, den ich gerade spiele, dass das irgendwie mit den Knöpfen am Pad besser funktioniert. Aber ich komme besser klar. Ich komme mit dem Pad besser. Es spielt sich fantastisch mit dem Joypad. Also für alle, die denken, dass Diablo so ein klassischer PC-Titel ist, der eigentlich auch nur auf dem PC richtig Sinn macht und Spaß macht. No. Es ist richtig fucking gut auf Konsole. Ich meine, Diablo 3 war auch schon gut auf Konsole. Aber Diablo 4 ist auch richtig gut. Es spielt sich. Ich kann, wie gesagt, nicht für jeden Build sprechen. Es gibt bestimmt auch Builds, wo es vielleicht mehr Sinn macht, mit der Maus zu zielen oder so. Da mag das dann anders sein. Und ich habe ja jederzeit die Option, auch mit der Maus zu spielen. Aber ich wollte hier einfach mal eine Lanze brechen, wie gut das auf Konsole ist. Und ich werde es euch zeigen. Ihr habt die letzten Episoden ja vielleicht noch gesehen. Wenn nicht, könnt ihr sie bei mir auf YouTube angucken. Da habe ich ja am PC gespielt und heute spiele ich auf Konsole. Und werde auch gleich erklären, warum. Ich habe den Build gewechselt. Wobei ich jetzt eigentlich nochmal den Build wechseln muss, weil ich ja im Endgame bin. Ich war natürlich auf so einer Webseite, wo man sich anguckt, was für verschiedene Builds es gibt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das selber rauszufinden, wie da die Zahnrädchen ineinander greifen, kann man natürlich machen durch Trial and Error und gucken, aber das ist eine Sisyphus-Arbeit und warum sich diesen Aufwand machen, wenn es schon Leute gibt, die das für einen gemacht haben und man es einfach nachgucken kann. Und ich spiele gerade so ein Poison-Build mit dem Spirit Walker. Und bin damit eigentlich jetzt auch ganz zufrieden, muss aber jetzt im Endgame, ich bin jetzt gerade gestern Level 60 geworden, muss ich wahrscheinlich langsam mal mich mit einem Endgame-Build auseinandersetzen. Und das einzige Problem ist, ich kann jetzt hier schlecht zwischen Webseite und Konsole hin und her schalten. Wie mache ich denn das am besten? Können das über OBS einbinden, wenn du willst. Ja, das wäre geil. Hallo übrigens. Hallo Nicola. Geh mal auf Icy Wanes. Ich spiele jetzt auch übrigens eingeben. Auf Englisch, weil. Gib's bitte kein Selbst an. So. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie er schreibt. Ich spiele jetzt mittlerweile auf Englisch, weil das halt einfach. Klar, es gibt auch deutsche Guides und so weiter. Also theoretisch würde das auch auf Deutsch gehen, aber ich habe alle Diablo-Teile auf Englisch gespielt und es ist jetzt irgendwie komisch, dann man muss sich halt irgendwann entscheiden, weil die Sachen heißen halt alle so ein bisschen anders und ich wollte halt auf die Seite, oder warte mal, Maxroll, beste für Build, warte mal, Diablo 4 GG ist doch auch, war das nicht das Geile? Geh nochmal bitte auf die Webseite, Nicola. Gib mal ein Diablo 4 GG. Da, D4 Builds GG.
So, und dann, oder warte mal, ich gehe mal kurz mit der Maus. Ja, ich füge kurz in OBS ein. Ja. Max Roll ist besser. Nicht anzeigen. Weiß ich kenne jetzt Max Roll nicht. So, machen wir das mal weg. Jetzt kannst du gerne, sind die Leute jetzt auch oben über dir. Ah oh, ja. Das wird rausgefiltert. Sekunde. Aber das hier mal weg. Denn? So. Das ist halt ein bisschen kleiner, der Browser, aber. So. Also, wir gehen auf Spiritborn. Und hier sehen wir die verschiedenen Builds. Also sind das jetzt Endgame? Ja, hier oben kannst du noch Leveling, also um ins Endgame zu kommen. Und hier sehen wir jetzt die Endgame-Builds. Also es gibt, das sind natürlich nur Vorschläge. Ne? Also das ist jetzt nicht eine finale Liste oder so. Und im Laufe eines Patches oder einer Saison kann sich dann natürlich auch noch mal was ändern. Aber das sind meistens gute Vorschläge, die gut funktionieren. Da kann man sich dann im Prinzip was aussuchen, was man halt spielen möchte, was einem Spaß macht. Man hat ja immer so meistens, würde ich sagen, so 3-4 unterschiedliche Damage-Typen oder Sachen, die dann halt eben den Main-Damage machen und dementsprechend sozusagen bestimmen, welchen Build man spielt. Und jetzt muss man hier mal gucken. Was würde denn Bock machen? Das ist eine sehr gute Frage. Quill Volley habe ich ja so ein bisschen gespielt am Anfang. Touch of Death ist jetzt gerade auch so ein bisschen, beziehungsweise Stinger Swarm. Den Bild, den ich gerade spiele, der ist hier gar nicht drin. Und das war ein Leveling-Bild, auch von der anderen Seite. Ich kenne natürlich jetzt noch nicht alles und weiß jetzt nicht genau, was viel Spaß macht. Tatsächlich habe ich mich hier mit Rake noch nicht auseinandergesetzt. Das wäre also etwas, was man mal ausprobieren könnte. Vielleicht macht mir Rake richtig Spaß. Dann wäre hier das der Build. Da muss ich, glaube ich, wieso kann ich jetzt hier nicht? Wieso zeigt er mir jetzt nicht noch mehr an? Fehlt was? Ich weiß nicht, irgendwie müsste er nicht hier irgendwas machen? Was anklicken? Was öffnen? Oh. Ja, warte mal. Geht das hier auf der Seite? Zum Bild, bauen wir einfach die ein. Ne, es war jetzt, wie hieß es? Diablo 4. GG. So, warte. Wenn du hier auf Rake, siehst du, dann öffnet es. Die neue Seite, warte, dann aktualisiere ich die mal. Also ein bisschen fummelig. Aber jetzt. Quill Volley ist mega. Ja, ey, wie gesagt, eigentlich funktioniert halt bei diesen Builds, funktioniert letztendlich, wenn du das richtige Equipment und die richtigen Affixe und so weiter hast, dann oder die richtigen Aspekte, dann funktioniert jeder Build. Die Frage ist, was macht einem halt Spaß? Wo hat man vielleicht auch schon die richtigen Aspekte gefarmt? Wo hat man ja, einfach den richtigen Kram. Hier zum Beispiel, der Build hat 4 Uniques, so wie ich das hier sehe. Hier haben wir einen Unique. Ring of Midnight Sun. Das ist Banished Lords Talisman, auch Unique. Loyalty's Mantle. Und den Rod of Capellaki. Your core skills are now additional basic skills. Free to cast and deal up to 10 less damage based on your vigor cost. Also das heißt natürlich, die Sachen brauchst du dann für den Build und die musst du natürlich auch erstmal farmen. Aber es ist trotzdem hier so ganz nett. Ihr seht das gerade alle, oder? Ja. Ihr seht es. Ich muss hier mal ein bisschen in den Chat, sonst sehe ich nämlich nicht. Unique sind kein Problem, einfach gammeln, die Droprate ist hoch für die. Ja, aber dann brauchst du doch diese ja, diese Gambling-Währung, diese blauen Dinger, die fand ich bislang zumindest, also die habe ich auch nicht gefarmt, aber da hatte ich auch auf jeden Fall
Noch nicht so viele. Also was halt hier an der Seite ganz cool ist, hier sieht man auch dann die Reihenfolge, wie man dann seine Ausrüstung auswählen sollte. Also was man da sozusagen für eine Priorität hat für die verschiedenen Stats. Wie gesagt, man muss das nicht machen. Man muss nicht nach einem Bildvorschlag gehen. Ich habe das aber bei Diablo 3 zum Beispiel auch gemacht und bei Diablo 2 auch. Also meiner Meinung nach macht das schon Sinn. Und dann geht's auch richtig ab. Allerdings weiß ich jetzt immer noch nicht, was ich genau nehme. Kann ich hier auch wieder zurückgehen in der Seite? Das geht nicht. Nee. Warte. Okay, das ist natürlich. Ja, das ist. Also ich kann nicht frei da mich in der Webseite rumbewegen, oder was? Nee, wir müssen wieder hier zurückgehen. Ja, aber das ist Sekundenboy. Vielleicht doch den Capture ein für den Browser. Das ist, glaube ich, doch einfacher. Dann greifen wir einfach jetzt hier den Browser. Warte, Sekunde. Du kannst ja erstmal machen. Ich gehe jetzt erstmal ins Spiel. Es ist jetzt noch nicht direkt relevant. Erstmal hier die Greenscreen hoch. Aber jetzt beginnt der Spaß bei Diablo endlich. Boah, ich mache nochmal das Fenster auf. Ich schwitze schon. So, das so, wir gehen rein. Eddie, wenn du oben auf Showcase gibst, gibt es kurze Videos mit Erklärung auch einem Gameplay. Da siehst du vielleicht schon direkt, ob das was für dich wäre. Ja. Ich gehe jetzt erstmal rein mit meinem alten Bild. Das ist ein, für alle, die es wissen wollen, ich sag's euch, ich müsste sie eigentlich noch haben irgendwo, oder auch nicht. Von Icy Wains ist das, auch eine gute Diablo 4 oder generell Blizzard-Seite. Also logischerweise Spiritborn und dann habe ich den Stinger Spiritborn Leveling Build gerade noch aktiv. Wie sieht mein Typ ein bisschen unspektakulär aus? Das kannst du hier den Browser einblenden. Den dann hier rüber bedienen. Okay. Geht, zeig mal Max Roll. Immer auf die Seite Max Roll. Die wurde jetzt schon mehrmals im Max Roll. Aber ist die auch auf Englisch? Weil ich brauche natürlich die englischen Guides. Ah ja, warte. Ich gehe mal kurz den anderen Browser. Warte. Was ist denn Diablo 4? Ja. Diablo 4, Build Guides, Grenade Rogue. Na, was? Wo ist denn hier? Deathtrap Rogue. Was ist denn hier? Ist das nicht sortiert nach Klassen? Nur Rogues. Evade, Eagle Spirit, Bomb Endgame. Kann man das nicht nach Builds sortieren? Das ist super. Playstyle, Leveling, Endgame erstmal. So. Und dann hier Spiritborn. Seht ihr das jetzt gerade, was ich mache? Ja. Und dann gehen wir mal hier, sehen wir jetzt die ganzen Builds. Echt cool, die Seite. Ich kenne die gar nicht. Wir sind auf anderen unterwegs. Quillwally, Rake, Spiritborn, Endgame, Evade Eagle, Crushing Hand, Gorilla. Klingt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ein guter Tipp aus dem Chat. Ganz oben gibt es auch Tierlists. Dann kannst du doch dich da mal durchklicken. Tierlists? Was meinen die damit? Die besten zum Leveln, zum Ding, zum Bla. Aber das sind Videos, oder? Das weiß ich nicht. Ah, nee, S-Tier. Ah ja. S-Plus-Tier. Wir gehen natürlich aufs Höchste, Leute. Ihr kennt mich. Payback. Spiritborn, Touch of Death, Spiritborn, Rake, Spiritborn, Crushing Hand, Spiritborn. Das klingt ganz geil. The Crushing Hand, Spiritborn, Endgame Guide. This build relies on Gorilla Skills and combines extreme speed with high AoE damage spamming combos of Crushing Hand. Crushing Hand habe ich noch gar nicht halt gespielt. Auch der hat den Rod of Kepeliki.
Ring of the Midnight Sun. Sollen wir das spielen? Ancestral? Legendary Gloves? Okay, ich bin hier. Ancestral Mythic Unique? Okay, da bin ich halt noch ein ganzes Stück weit von entfernt von dem Equipment. Aber das wäre ja auch lame, wenn man schon direkt zum Start des Endgames alles hat. Das ist ja jetzt sozusagen unsere Aufgabe, da hinzukommen. Also so sehe ich das. Jeder mag Diablo spielen, wie er will. Für mich ist Diablo immer im Endgame sich ein Bild raussuchen, den dann versuchen, möglichst komplett zu bekommen und dann zu schauen, wie hoch man kommt in den Endgame. Ich weiß gar nicht, was hier das, was die hier die Instanzen im Endgame sind, ehrlich gesagt. Das werden wir alles noch rausfinden. Crushing Hand is our main ability. It's a simple skill that creates two AoE effects on your side which overlap in the center. Focus elites with smaller enemies just explode on the side with more resolve stacks. And, you know. Das klingt eigentlich ganz geil. Eigentlich. Und hier sieht man, was man, wo man seine Levelpunkte quasi rein im Level-Tree reingeben muss. Hier sieht man auch, wie man es spielt, also wie du, was du wann ab, welchen Skill du wann benutzt. Also du startest mit Crushing Hand, dann Ravager, dann Scourge, dann Armored Height und so weiter und so fort. Hier sehen wir sogar das Paragon-Brett. Aber wo sind denn Runen? Also man muss sich da ein bisschen reinarbeiten. Wie gesagt, es ist nicht jedermanns Sache. Mir persönlich, mir macht das halt immer richtig Bock, sich dann da so richtig reinzulesen. Okay, das ist der Mate. Stat Priorities. Aha. Das ist das Equipment, okay. Das, was man am Anfang hat. Und hier sehen wir... Ich meine, das Equipment außer... Na klar, gut, das sind jetzt Uniques. Da kommt es natürlich dann schon drauf an, dass man die richtigen Items hat. Aber ansonsten ist ja bei Diablo 4 im Prinzip die Waffe an sich austauschbar. Es geht ja nur um die Aspekte, die auf der Waffe drauf sind. Das heißt, theoretisch kannst du jede beschissene Waffe nehmen und dir da deinen Aspekt draufklatschen, den du halt brauchst. Hat meiner Meinung nach Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass du... dass du ein bisschen flexibler was das Equipment angeht. Wie gesagt, in den kompletten Endgame-Builds dann nicht mehr, weil da brauchst du dann gewisse Uniques, aber so am Anfang zumindest. Der Nachteil ist so ein bisschen, fand ich zumindest, es nimmt einem so ein bisschen die Freude darüber, wenn du ein Legendary oder so findest und feststellst, ja, also ich brauche eigentlich nur den Aspekt und ansonsten behandle ich die Waffe mehr oder weniger wie Schrott. Aber das hat man halt durch die Uniques und so später eigentlich nicht mehr. Also eigentlich ist es nicht wirklich ein Nachteil. Aber so beim Leveling vielleicht noch ein bisschen. Okay, jetzt ist halt die Frage. Gibt es diesen Rod of Keck? Wo farmt man den? Muss man den? Ist es egal oder gibt es einen speziellen Punkt? Ich fürchte fast. Den müssen wir einfach per Glück kriegen. Und dann den schreiben wir was im Chat. Kannst du bei Duriel oder Andariel farmen? Bei Duriel? Wo ist denn nochmal Duriel? Leute, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo Duriel ist. Ich muss erstmal hier aus. So, wir gucken uns erstmal an. Also momentan komme ich mit meinem Bild auch noch klar. Vielleicht mal ganz kurz hier den Char gezeigt. Also, ach, hier habe ich auch noch... Muss ich alle noch verwerten. Ich bin hier, wie gesagt, gerade erst gestern auf Level 60 gekommen. Ich habe jetzt hier noch nicht wirklich viel gemacht. Das ist ja alles noch relativ dumm. Ich habe hier eigentlich diese dummen Fists of Fate schon viel zu lange. Ihr seht, Level 38. Ich finde die halt ganz interessant, weil da steht, deine Attacken
dealen zufällig 1% oder 265% of your normal damage. Und dann habe ich mir gedacht, die Chance ist ja also höher bei 1 bis 265. Das würde ja bedeuten im Durchschnitt 180. Nee, bin ich dumm? Das ist die Hälfte von 260. 130. 130% ist im Schnitt sozusagen. Aber das ist halt, ehrlich gesagt, glaube ich, eine Milchmädchenrechnung. Ich glaube, die sind eigentlich ziemlich scheiße, weil du halt auch oft genug dann manchmal nur mit 10% Damage reinhaust. Eigentlich will ich die loswerden. Das ist eigentlich die Kurzfassung. Allerdings, was an denen halt noch ganz geil ist, ist halt, sie haben halt nochmal diese 2% Critical Hit Chance, 7% Attack Speed. Also da sind noch so ein paar Affixe, aber das müsste ich eigentlich mal langsam austauschen. Was habe ich denn hier? Overpower Damage. Plus 2 to Rake. Benutze ich jetzt zwar nicht, aber generell. Scorch. Wir können auch die reinnehmen und versuchen noch ein paar Rerolls zu machen. Zum Beispiel, ich glaube 50% Overpower Damage brauche ich gar nicht. Plus 2 zu Rake brauche ich auch nicht unbedingt. Scorch, Continuous Affects Enemies. Scorch benutze ich ja. Benutze ich Scorch? Was ist nochmal Scorch? Stinger. Das ist Scorch. Ach, der ist das. Okay. Mein L1. Okay, das ist eigentlich... Ja, ist das, will ich das? Dass die noch länger gefiert sind? Schwierige Entscheidung hier wieder. Ich glaube, ich nehme die jetzt einfach mal, damit ich die jetzt endlich mal los bin. So, und dann skill ich hier mal um. Hier übrigens, das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Ich habe jetzt hier mit Level 60 schaltest du das Masterworking frei. Aber dafür braucht man, wenn ich jetzt mal hier irgendeine Waffe nehme, dafür brauche ich halt hier diese Opticide Rare Crafting Material. Und dafür muss ich Undercity of Kurast, weiß ich überhaupt nicht, was das ist, Nightmare Dungeons und Infernal Hordes machen. Also ich habe davon noch keine, wie man sieht. Das heißt, ich kann noch kein Masterworking machen, die muss ich erst noch farmen. Jetzt wollte ich aber eigentlich hier auf die... Wo ist es denn? Ne, nicht tempern. So, erstmal mache ich die alle weg. Weg mit dem Scheiß. Übrigens, falls ihr es nicht wisst, also... Die Aspekte, wenn man Gegenstände verwertet, also salvaged beim Schmied, wenn man jetzt hier zum Beispiel ein Legendary salvaged, dann wird dieser orangene Text, also der Aspekt, die Besonderheit der Waffe, wird quasi, die kommt in euren Codex. Das heißt, ihr könnt die in Zukunft immer benutzen auf alle Waffen. Das ist eigentlich ganz geil und es macht auch richtig Bock bei Diablo, dann diese Aspekte zu sammeln. Und das Geile ist, die Aspekte, die kann man auch noch leveln. Das heißt, ihr seht immer in Klammern, jetzt hier zum Beispiel steht ja Kills Extended, it bursts for 320%. Und da steht ja in eckigen Klammern 200 bis 600%. Das heißt, dieser Wert kann eine Zahl von 200 bis 600 annehmen. Logischerweise 600% das Beste. So. Und das heißt, also man kann einen Legendary haben mit einem geilen Skill drauf oder mit einem geilen Aspekt drauf, aber der Aspekt selber ist noch weit von seinem Maximumpotenzial entfernt. Wie kriegt man also das Maximumpotenzial? Also zum einen, wenn man Glück hat, droppt einfach schon eine Waffe mit dem Aspekt in Top-Range. Wenn nicht, dann kann man die Aspekte leveln, indem man mehr dieser Aspekte salvaged. Ich kann das hier gerade mal zeigen, wenn wir... Ne, kann ich hier nicht zeigen, zeige ich euch hier. Wenn ihr hier mal auf das... Was ist hier los?
Wenn wir hier auf den Kodex gehen. Hier seht ihr jetzt meine gesammelten Aspekte und da seht ihr zum Beispiel 15 von 21. Das heißt einfach, dass ich hier schon Rang 15 von 21 Rängen habe. Deshalb ist hier zum Beispiel jetzt bei diesem Aspekt die Prozentzahl 24 in einer Range von 10-30%. Ja? Weil ich den halt schon hochgelevelt habe. Wenn ich jetzt nochmal eine Waffe finde mit diesem Aspekt und die salvage, dann geht hier der Rang von diesem Aspekt wieder hoch. Und ich näher mich sozusagen dem Maximum Roll. Und ich kann halt dann diesen Aspekt auf jede beliebige Waffe draufpacken. Und will die natürlich draufpacken mit den bestmöglichen Rolls. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Das heißt, es macht immer Sinn, auch Aspekte, die man schon hat, trotzdem nochmal zu salvagen, um eben den Level hochzukriegen. Das ist eine gute Frage. Ein Item, ein Rang? Glaube ich nicht. Ich glaube, das hängt davon ab, wie gut der Wert des salvageden Items ist. Ich weiß es aber nicht genau, wie das ausgerechnet wird. Weil ich habe safe noch nicht 15 von diesen Aspekten salvaged. Ich glaube, das kann auch mehr als ein Rang sein. Wie es genau ist, weiß ich aber nicht. Weiß bestimmt jemand im Chat. So, also das nur mal ganz kurz erklärt. Also das macht halt auch Bock, dann so die Dinger zu farmen. Für mein Bild fehlt mir auch noch ein sehr wichtiger Aspekt, der mir tatsächlich 100% mehr Damage geben würde. So. Hier nehmen wir jetzt mal die neuen Handschuhe rein. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel einen Wert, den die Handschuhe haben. Also wir sehen ja hier, das sind jetzt die Handschuhe. Nicht Bracers. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel hier plus 50 Overpower Damage. Da ich aber momentan bei diesem Bild überhaupt nichts mit Overpower benutze, glaube ich zumindest. Oh, ich sehe gerade, das Scorch ist ausgegraut. Das heißt, Moment, bevor ich jetzt mich hier auf eine das war vielleicht dumm. Ich habe jetzt eh keine Alternative mehr. Aber wir sehen hier, der Aspekt ist grau, weil ich Trottel den schon irgendwo hab. Was steht da? Scorch continuously affects enemies around you. Hier, auf den Füßen habe ich den auch. Und du kannst ihn nur einmal haben. Und auf den Füßen, der ist besser. Das ist ja richtig dumm gelaufen. Okay, dann macht es aber Sinn, hier einen anderen Aspekt drauf zu machen. Ist nicht schlimm. Können wir uns das gleich auch mal angucken. Also machen wir auf unsere neuen Armschienen einen neuen Aspekt. Weil der ja jetzt eh nichts bringt. So, und dann gucken wir mal, was... jetzt müsste ich eigentlich in den Guide gucken, was hier durchaus Sinn ergibt. Aber ich mache es jetzt einfach mal... guck einfach mal, was ich glaube, was gut passen könnte. Increase damage over time to enemies for each different crowd. As for elements... Pestilenz ist gut, aber muss ich hochleveln zum Beispiel? Habe ich nur auf Rang 1. Für mein Bild sehr wichtig. Ferocity, weiß ich auch nicht. Gain increased critical strike damage equal to your block chance. Distant enemies have stunt. Break bringt mir nix. Overpower bringt mir nix. When you dodge or block an attack bringt mir nix. Deal 1 and increased damage while you have a barrier. Das ist schon auf einem anderen. When you cast an incarnate spell. Extend, das habe ich auch schon auf der Waffe. Achso, das sieht man auch hier am Ausrufezeichen daneben, dass es schon in Benutzung ist. Moonrise, wenn ich habe. Ich glaube Moonrise. Habe ich Moonrise? Ich glaube nicht, oder? Ist das ein Offensiver oder ein Utility? Once enemy is slowed, nee. Reinforcement cooldown. When there are at least 5 close enemies, stun them. Naja, 20 Sekunden nur close enemies or those you deal indirect damage to are slowed. Das ist nicht so schlecht, da ich ja viel mit Gift arbeite, habe ich glaube ich auch vielen indirekten Schaden. 20% damage to slowed enemies. Finde ich gar nicht so schlecht.
Damaging enemy has up to 10 days them. Wild ist auch scheiße. Gain 10% Block Chance. Naja. Lucky hit when you hit a crowd controlled enemy, there's up to 50% Chance for that crowd control. Das ist auch interessant, weil mein Scorch eben Crowd Control macht. Erstmal Torment. Torment ist schon freigeschaltet. Ich glaube, ich bin sogar schon auf Torment. Das könnte interessant sein. Casting a centipede skill in mystic circles and empowers them to poison them in 6 seconds. Zwar nicht so viel, aber. Das ist eigentlich gut. Oder? Das ist gut, das nehme ich. Ich mache nämlich Centipede Skills. Wie gesagt, das ist jetzt auch noch nicht so wichtig. Die Items werden sich alle noch ändern. Aber es macht halt irgendwie Bock und man merkt halt schon den Unterschied dann in Kämpfen, weil man einfach schneller vorankommt, wenn man immer das optimale Equipment hat. Man kann auch sagen, ja, lohnt sich jetzt noch gar nicht, aber mir macht es halt auch Spaß schon. Der Weg ist ja schließlich auch schon ein bisschen das Ziel. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, noch die Möglichkeit, die Affixe zu ändern. Jetzt habe ich erstmal hier ein Aspekt drauf, dann machen wir den, naja, das ist eigentlich, ich glaube, man kann nur einen austauschen. Konnte man sich nicht mal anzeigen lassen, was man eventuell, doch hier, da sieht man, was man eventuell kriegen kann. Was hätte ich denn gerne? Critical Strike Chance wäre geil. Attack Speed. Ach so, ich bin auf Maximum Life, deshalb. Okay, ich habe mich schon gewundert. Eigentlich müsste irgendein Skill angezeigt werden. So, jetzt können wir nochmal gucken. Quill Wally Crushing Hand wäre dann natürlich für den Crushing Hand. Stinger. Okay, wir wollen natürlich Stinger. Ich glaube, man kann es nur zweimal enchanten. Das heißt, man braucht immer auch ein bisschen Glück. Critical Strike, okay. Aber ist nicht schlecht. 6% Critical Strike Chance ist nicht scheiße. Ist nicht, was ich wollte. Ist aber okay. Wir können noch einmal rollen. Was mache ich denn? Hier. So. Wir können das jetzt nochmal rerollen. Oh, jetzt habe ich 9%. Ne, achso, Attack Speed. No change. Einmal mache ich es noch, weil es geht natürlich ins Geld. Ich meine, gut, ich habe ordentlich Geld, aber. Lucky Hit. Mann! Okay, einmal noch. Ich hätte halt gern den Stinger. Es wird immer teurer. Plus 3 Quill Wally. Warum denn nicht meinen? Jetzt kostet es schon 200.000 pro. Leck mich. Okay, einmal noch. Ach, leck mich da am Arsch. 270.000. Nee, das ist mir jetzt zu teuer. So, egal, wir lassen es. Wer weiß, wie lange wir die Waffe überhaupt tragen. So, man kann dann theoretisch, kann ich die Waffe auch noch tempern. Also die Waffe, den Gegenstand. Also man kann wirklich eine Menge aus den Sachen rausholen. Das würde jetzt, also Tempering ist auch nochmal was, da findet man so Rezepte im Laufe des Spiels, mit denen man dann auch nochmal Bonus-Affixe sich auf die Waffe schaffen kann. Beziehungsweise in dem Fall auf die Handschuhe. Zum Beispiel, was wäre denn hier gut?
Komm auf Critical Strike Damage. Da. Glück gehabt. Leider nur 26,5, also das niedrigste. Aber das haben wir jetzt auch noch drauf auf den neuen Handschuhen. So, dann können wir tatsächlich noch mehr machen. Ihr seht es, die Handschuhe haben noch keinen Sockel. Ich kann jetzt hier auch noch... Nee, ich kann beim... Bei der Diamantentante kann ich jetzt auch noch die Sockeln... So. Nee, kann ich nicht. Wieso nicht? Kann man Handschuhe nicht sockeln? Oh, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich kann einen zweiten Sockel zum Beispiel hier auf die Hose machen, wenn wir schon mal hier sind. So, kostet natürlich auch alles wieder Geld. Und dann haben wir uns noch ein... Dann ballern wir noch ein... So. Also. Wir sehen... Man kann eine Menge aus den Gegenständen, die man findet, dann noch rausholen und die sozusagen tunen. Kann man natürlich immer drüber streiten, wie sinnvoll es ist. Wo seht ihr denn eigentlich meinen Schwierigkeitsgrad? Ich sehe ihn gerade nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal auf Torment. Ein bisschen Respekt vor Torment. Wenn ich schon stark genug bin, aber wir wollen natürlich... Ja, tatsächlich, ich bin noch gar nicht in Torment. Ist auch noch... Oh, ich kann noch gar nicht in Torment. Was muss ich machen? Conquer the Pit of the Artificer Tier 20 at Level 60. Was ist denn the Pit of the Artificer? In Carriger? Okay, das kenne ich noch gar nicht. Na, geh doch hin. Was ist jetzt passiert? Warum gehst du da nicht hin? Okay, check. Ey, sag mal, warum beamst du dich denn nicht? Bin ich dumm? Was ist hier los? Wieso beamt er sich nicht hin? Travel. Travel. Accept. Was ist hier los? Komisch. Okay. So, und dann müssen wir hier, ist ja auch... Das ist das Ding. Portal Activator. Access by spending artificial stones at the artificial obelisk in Carriger. So you complete the pit by defeating the dungeon boss. Okay, das ist im Prinzip von Diablo 3 die... Kann das sein, dass das gleiche ist wie die Instanzen in Diablo 3? Greater Rifts, genau. Geil. Let's go! Mal gucken, was mein Bild hier im Level 20 Rift. Was ist momentan der Stand so? Was ist der höchste... Was ist der höchste Rift momentan? Ist das schon... Ja. 150. Ich
glaube, ich hatte bei Diablo war mein höchstes mal 111 oder so. Diablo 3. Meinem Gargantua-Bild. Die ist sehr laut, ja. Ja, der passt gleich leise. Nee, ist auch ein bisschen zu laut. Oh ja, geil. Ihr Schweine. Natürlich unnötig. Chat schuld. Ja, ich komme noch hier ganz gut durch. Oh, ich habe Death Penalty gekriegt tatsächlich, weil ich gestorben bin. Das ist ja gemein. Okay, wir müssen hier tatsächlich auch ein bisschen auf Speed achten. Ihr seht da rechts die Zeit. Wir werden das schaffen, wir werden das auch wieder einholen. Aber die Rifts muss man in einer gewissen Zeit halt schaffen. Und je nachdem, wie stark man halt ist, merkt man halt, man braucht zu lange für die Gegner. Oder je nachdem, wie schwach man ist, besser gesagt. Wenn man zu schwach ist, braucht man zu lange für die Gegner. Und dann schafft man die Rifts nicht in der richtigen Zeit. Das ist immer so ein ganz guter Gradmesser, dass dein Equipment eben noch nicht gut genug ist. Und da merkt man dann halt auch so ein bisschen, wenn du dann ein Item findest, das dir auf den richtigen Skill oder so ein paar Prozente mehr gibt und plötzlich kommst du durch einen Rift viel schneller durch als vorher. Da macht es dann nämlich auch richtig Spaß, weil du dann merkst, okay, ich merke, wie ich mich hier verbessere. Das ist der eigentliche Spaß, wenn ich bei dir habe. Der den Grind auch so ein bisschen rechtfertigt. Ja, Tod gibt Zeitstrafe, das ist natürlich dumm. Weil man sieht schon, ich brauche hier auf jeden Fall ein bisschen zu lange noch. Ich hole den Zeitbalken nicht wirklich ein. Ich brauche hier für die Gegner zu lange. Das wird eine knappe Kiste. Ich brauche nochmal ein bisschen geileren Scheiß farmen. Weil ich kann über den Bild machen. Wie gesagt, das ist ein Leveling-Bild, kein Endgame-Bild. Also, es ist halt ein bisschen nervig, wenn ich jetzt alles resetten muss und neu verteilen muss und neu lernen muss. Trash-Mobs dann verschwenden. Aber ich hol die Schaffe auf keinen Fall. Im Moment, ich bin ja besser!
Jetzt sehe ich es erst. Ich habe den Zeitbalken falsch gelesen. Ich schaff's auf jeden Fall. Der rote Strich ist das Zeitlimit. Der orange gefüllte Balken ist mein Fortschritt. Ich hab's falsch gelesen. Ich bin ja bescheuert. Okay, ich schaff's auf jeden Fall, Leute. Ich hab Vorsprung. Leute. Ist immer noch zu laut. Leider nicht ins Menü, wir müssen jetzt kurz warten, bis ich hier den Rift rein mache. Guardian, dann kommt er noch weiter voll. Rift Guardian, so hieß es zumindest. Ja, mit drei, ne? Kommt da. Lass uns ihn schon rein. Das ist der Boss Guardian. Schauen wir mal. Schaffen. Kann schon gut was wegstecken. Den muss man natürlich auch noch in der Zeit schaffen. Oh, das hab ich fast gepennt. Hälfte haben wir. Kann mal achten, dass der Barrier oben ist. Manchmal haue ich aus Versehen auf mein Set. Aber Monster ist nicht gleich Monster, auch nicht an Halloween. So, beim nächsten Ult müsste er down gehen. Jetzt nicht nochmal Sterne, da ist der Ult. Komm. Geht er down, komm!
Your triumphs in the pit have unlocked torment difficulty. Change torment difficulty. So, und jetzt kriegen wir noch eine besondere Glyphe für unser Paragon-Board. Da habe ich mich natürlich noch gar nicht richtig mit beschäftigt. Ich weiß nicht, warum das hier so anders aussieht. Keine Ahnung. Aber ich nehme das, oder? Sieht irgendwie special aus. Achso, das ist, weil ich das eingesetzt habe schon. Jetzt kann ich es upgraden. Jetzt ist Level 2. Okay, ich verstehe. Aber ich kann es nochmal upgraden. Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade... Wie oft kann ich das denn noch upgraden? Achso, Level 4 von 45. Das war's, ne? Okay, wir haben unseren ersten Rift gemacht. Jetzt mal ganz kurz gucken. Wenn wir jetzt... Wo war denn dieser Riftstone? Ist der jetzt weg? Wo ist denn jetzt der Riftstone hin? Muss man den erst irgendwie wieder... Ah ne, ich bin... Ach, ich bin ja gar nicht mehr in... Dings. Falschen Stadt. Mal kurz gucken. Wenn ich ihn jetzt öffne, kann ich bis Level 23 gehen. Okay, ich verstehe. Also ich könnte jetzt in den Rift Level 23 gehen. Aber da bin ich wahrscheinlich noch zu schwach für. Der 20. hat zwar gut geklappt. Ein 21er würde ich vielleicht auch noch schaffen. Ich schätze mal, dann wird es schon schwer. Und ich habe 3 von diesen komischen Dingern. Also ich kann einen Rift öffnen. Aber ich wollte es nur mal gerade wissen. So, wir schauen uns jetzt erstmal an, was es für Drops gab. Also, wir haben hier eine geile Legendary Pants. Ich glaube, das habe ich aber schon eben auf die Handschienen gemacht. Ja. Ist die bessere Version von dem... Affix auf meinem... auf meiner Handschiene. Tatsächlich. Und hier haben wir neue... Your Reinforcement Cooldown is reduced. After casting your ultimate skill, your Reinforcement Mercenary is called. Was ist denn nochmal der Reinforcement Mercenary? Das ist auch, glaube ich, nochmal so ein... Das ist halt ganz geil, meine Rüstung ist ein Unique Soul Brand und hat halt statt der Healing Potion, verändert die Healing Potion, dass ich immer wenn ich eine Healing Potion kriege, ein Barrier habe, was echt ganz geil ist. Allerdings benutze ich das jetzt schon so lange, dass man sieht hier Level 48, also müsste auch irgendwann mal wieder ausgetauscht werden, aber ich mag den Skill so sehr. Dass ich halt... Was kriege ich hier?
Ich muss wahrscheinlich mal langsam austauschen. Er sagt auch, ich soll austauschen. Auf 750er Item Power. Salvagen wir jetzt erstmal alles. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade im Endgame angekommen. Wir müssen jetzt erstmal den ganzen alten Crap gegen neuen austauschen. Hier im Paragon Board gehe ich jetzt auch mal nicht nach Guide, sondern einfach mal nach Gut. Und würde sagen, plus 30%. Das ist doch ganz geil. Noch 4. Das ist kompliziert, ey. Das Paragon Board. Da muss eine Glyphe rein, oder? Okay. Jetzt kommt eh kein Punkt. Taul! Vielen Dank, Mann! Taul verschenkt Subs in den Chat. Taul, mega geil von dir. Dankeschön, mein Lieber. Ich wollte jetzt erstmal den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Das machen wir jetzt. Können wir nämlich auf Torment gehen. Hä? Jetzt sind alle Torment Schwierigkeitsgrade frei. Wir gehen natürlich erstmal auf 1. Das könnte schon schwer genug werden mit unserem momentanen Equipment. Und jetzt haben wir, glaube ich, 9 Endgame-Content, oder? Kann das sein? Ich muss übrigens mal die Kampagne erstmal zu Ende spielen, fällt mir mal auf. Vom DLC, die habe ich noch gar nicht zu Ende gespielt, weshalb ich auch in manche Bereiche noch gar nicht reinkomme. Das muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Ich will halt hier die Belohnung auch mal langsam kriegen. Dafür fehlt mir aber hier noch ein Objective. Das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gerafft hier. Dieses Increase your standing with the Zakarum Remnants to rank 5. Irgendwie kriege ich das nicht hin. Okay, Nightmare Dungeons ist klar.
Defeat Helltide Commanders during Helltides. Summoned after completing Helltide Events. Oh, ich habe 172 Obolusse. Wir können gamblen. Wo denn hier? Was brauche ich denn? Gammeln wir auf die Waffe oder was? Gammeln wir auf den geilen Unique Staff? Ja, oder? Da kostet halt 100. Kann ich einmal machen. Und was haben wir gekriegt? Das wäre so lustig, wenn das jetzt schon der Staff wäre. Das ist er natürlich nicht. Aber eigentlich muss ich wechseln. Öffne mal ein Questlog. Es gibt eine Quest für den Sakharum. Da! Deshalb. Wo ist denn das jetzt? Was ist das? Nee. Season Quest, Sakharum Remnants Level Up. Return to Crusader Daemond. Ach, guck. Da hätte ich wahrscheinlich einfach nur... Ach, das hat... Stimmt, das hat er ja am Anfang gesagt. Habe ich komplett vergessen. Muss ich einfach nur zu dem hingehen, glaube ich, und reporten, oder? Show me my Stamhacks. Oha. Gib mir den geilen Scheiß. ...143 von 1000. Battle Realm Walker, slay monsters in Seething Realm. Okay. Das hat noch nicht gereicht, glaube ich. Oder? Ne. To Rank 5. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Das heißt, wir müssen einen Realm Walker machen. Das können wir aber schnell machen. Das macht eh Bock. Vorausgesetzt, ich finde einen. Irgendwo müsste einer sein. Wo ist der Realm Walker? Achso, ihr wolltet auch, dass ich noch ein bisschen leiser mache. Wenn ich jetzt mal gerade ein bisschen chillig ist. So, wo ist ein Realm Walker? Oder ist gerade keiner? Ist doch eigentlich immer einer, oder? Alle Viertelstunde. Oder irgendwie so. Ich sehe keinen. Das muss ein scheiß Realm Walker sein. Leute, was geht? Wo ist der scheiß Realm Walker? Das gibt doch ja nicht. Kommt in 4 Minuten. Ach ja, da oben steht's ja. Ich bin auch dumm. Dann gehe ich mal kurz in der Zeit. Nee, dann können wir die Zeit... Ah, das geht schon wieder so ins Geld. Oh, was habe ich denn hier? Jawohl. Oh, man muss es einfach lieben, oder? Das ist hier diese Tempered Rezepte. Okay, der Rest ist Garbage, obwohl.
plus 63% Damage to Elites. So. Wir basteln uns eine neue Waffe. Während wir auf den Realm Walker warten. Wo ist der Okkultist? Don't dally, hand it over. So, was machen wir rein? Was hatte ich? Das war's. Aspect of. Nicht Pestilence. Wie hieß der denn? Der Insatiable Aspect. Kills extend of duration of your active touch of death swarm. Ja, das ist er. Man sieht es auch hier, diese Baleful Fragments. Ich habe 85, aber unendlich oft kann man es halt auch nicht machen. Es ist auch sehr teuer. So. Damage. Ist doch ganz geil, oder? So, dann gehen wir zum Diamanten-Dude. Machen wir uns noch einen Slot rein. Dann tempern wir die Waffe. So, Waffe noch tempern und dann sind wir ready. Thunderspike, ich habe irgendwo einen für... Rocksplitter, Rake, Thrash, Devourer, das ist geil. Das ist mein Ultimate. Chance for the Devourer to deal double damage. Das wäre natürlich richtig nice. Oder Stinger. Mit beiden Leben. Das hat nicht geklappt. Wo war es hier? Ein Reroll. Da ist er. 29% Double Damage Chance. Das nehme ich. Das ist nice. Nicht der beste Roll, aber immerhin. So, und dann haben wir aus einer richtigen crappy Waffe hier eigentlich schon eine ganz gute Waffe gemacht. Für meine Zwecke jetzt. Hat zwar einiges gekostet an Ressourcen und Geld, aber man sollte das dann auch merken. 2000 Attack Power jetzt. Ich weiß gar nicht, wir waren davor bei 1400 oder 1300 oder so. Also schon ordentlich. Ordentlich mehr. So, jetzt müsste eigentlich auch mittlerweile der Realm Walker irgendwo rumlatschen. Und zwar, was ist denn hier?
Beach England. Nee. Oh, wo ist er? So, jetzt muss er doch hier irgendwo sein. So viele Symbole auf der Map, dass man teilweise überhaupt nichts mehr checkt. Der ist schon durch? Habe ich ihn verpasst, während ich meine Waffe gemacht habe? What? Oh. Okay, fuck it, dann machen wir Nightmare Dungeon. Machen wir den hier, der sieht geil aus. Was ist das hier? Slay Lord Zir. Damit wir irgendwas zu tun haben. Okay. Da habe ich ein bisschen unterschätzt, wie schnell das doch geht. Uah, falsche Abbiegung. Goblin meinte ich übrigens, nicht ein Troll. Hast du Mats für den Boss-Ziel? Das ist doch ein... Hä, was labert ihr? Das ist doch ein Nightmare Dungeon, oder nicht? Nee, das ist gar kein Nightmare Dungeon. Egal, gibt 5 Grim Favors. Wir machen das jetzt einfach. Oh, scheiße, ich habe übrigens mal eine Potion. Oh, was haben wir denn hier gekriegt? Now Echoes Forward. Payback. Now Echoes Forward. Payback nutze ich nicht. Was nehmen wir denn für einen Drank? Du brauchst über 12 Exquisite Blood, um den zu beschwören. Wo sieht man das hier? Nee, warte mal, hier. Wo sieht man Exquisite Blood? Inventar Consumables. Da sind noch die Elixiere. Also brauche ich hier gar nicht reingehen, sagt ihr, oder was? Okay. Dann gehe ich hier wieder raus. Nun. Okay.
Ist das kompliziert geworden, Diablo 4, ey. Gut, dann gehen wir woanders hin. Oder wir machen erstmal die Kampagne. Was haltet ihr davon? Kann man auch mal machen. Mach den Legion-Event in 2 Minuten. Der hier. Komme ich da hin in 2 Minuten? Wenn ich mir noch mehr Zeit lasse, wahrscheinlich nicht. Okay, wir gehen mal zu diesem Legion-Event. Ist krass, wie viel Stuff man eigentlich machen kann. Aber ich muss sagen, ich fand den Adventure-Mode bei Diablo 3 eigentlich ganz geil. Ich weiß, nicht jeder mochte den, ich mochte den eigentlich sehr, sehr gerne. Den hätte ich irgendwie auch gern wieder. Boah, das ist schon viel los. Gestorben? The fuck? Why? Das ist so krass. Man entweder nimmt man in dem Spiel gar kein Damage oder man wird gewone-shottet. Ich habe manchmal das Gefühl, dazwischen gibt's nichts. So, du denkst die ganze Zeit so, ach, ist ja mega easy und dann bist du plötzlich tot. Zu low, das kann sein. Und der Realm Walker kommt auch gerade. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Aber jetzt sind wir gerade bei diesem Legion. Nicht, ob ich sowas überhaupt schon mal gemacht habe. Jetzt muss ich hier irgendwas machen? Muss ich nur beschützen, das Ding, oder was? Der Breath takes. What the fuck? Was? Was zur Hölle hat mich hier gerade gekillt, ey? The fuck? Was zur Hölle hat mich denn da jetzt so schnell gekillt? Gibt's ja gar nicht.
Ist da links auch noch was gespawnt? Okay, jetzt ist es zwei. What the fuck? Ich sterb hier viel zu schnell. Alter, guck mal, wie meine Energie da runter geht. Was ist das? Ich muss dringend an meiner Defensive arbeiten. Das bringt mich, das geht nicht. Ich kann hier nicht dauernd gewonshottet werden. Warum? Ich kann gerade Resis und so nicht checken, hier ist zu viel Action gerade. Hier Level aufsteigt, Paragon-mäßig. Nice. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Es liegt an der Offensive. Gegner, die direkt platzen, machen auch keinen Schaden. Angriff ist die beste Verteidigung, sowieso. Aber trotzdem muss man auch mal, boah, guck hier, eine Explosion überleben können. Das ist ganz klar. Geachtet. Hier ist es nicht immer so leicht, die Übersicht zu behalten. Es ist immer wieder dieses Diablo-Phänomen, dass Leute, die mit Diablo nichts anfangen können, sich das angucken und sagen, ich raff hier gar nichts, ich weiß überhaupt nicht, wie man damit Spaß haben kann. Es ist auch nicht so ganz leicht zu erklären, ehrlich gesagt. Für Nicht-Diablo-Spieler, warum das Spaß macht. Ja, wir sind einfach gestrickt für Diablo-Spieler. Wir mögen einfach Damage-Nummern und das Geräusch vom Loot. Drops. Das reicht teilweise schon. Sehr viel mehr ist es nicht. Ich habe schon teilweise Bosse bei Diablo gelegt, während ich auf dem Handy Nachrichten geschrieben habe. Klar, das geht in Elden Ring nicht. In der Regel. Aber Spiele sind unterschiedlich. Mal hat man Bock auf sowas, mal auf sowas. Und bei mir gibt es immer mal wieder diese Phase im Leben, wo ich einfach tierisch Bock auf diesen Diablo-Grind habe. Jetzt gibt es zum Beispiel gleich Loot, Freunde. Dafür sind wir alle gut. Ich weiß noch nicht, wie wir den Harvest haben. Down.
Und hier gibt's Looty Lootenstein. Guckt euch das an. Das ist geil. Und da ist auch Exquisite Blood tatsächlich. Neuen Skin haben wir gekriegt. Für unser Pferdchen und eine neue Waffe. Aber nicht, was ich suche tatsächlich. Aber egal. So, hier haben wir dieses Exquisite Blood, wovon ich 11 Stück brauche, habt ihr gesagt. Used in ancient seed within the darkened way. To summon powerful enemy requires 12. Found in torment difficulties. Okay. Okay, das war das Legion-Event. Mal gucken, ob der Realmwalker ist wahrscheinlich schon wieder tot. Zu viele Leute spielen gerade. Muss man... Wenn man nachts spielt, dann bist du auch mal alleine bei einem Realmwalker. Aber jetzt hier um die Uhrzeit musst du echt da sein, wenn er spawnt. Sonst... Lohnt es sich eigentlich, den Butcher zu bekämpfen? Der kam gestern völlig aus dem Nichts. Ich war ein bisschen überrascht. Und hat mir direkt... hat mich direkt aus den Latschen gehauen. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Belohnungen für den Butcher gar nicht so gut sind. Was ja echt lame wäre, weil der ja schon ganz schön Wumms hat. So. Jetzt mache ich mal kurz die Main Quest. Akarat insisted we find Abulan, and that's what I intend to do. Oh? Eru speaks with the great Akarat? How novel. I'm being serious, Ormus. And who are you? Stranger! Looking a little pale? What's wrong? Tada takes the spirit's hand. Spirit and spirit born leave the town together, bonded for life. The spirit will never be lonely again, never hurt another soul. The town is saved. But Tada? Tada. Is bonded with death. He can never return home. Never will. Ach so, ich habe ja hier auch noch meine ganzen Paragon, 9 Paragon Punkte.
Board Attachment Gate. So, und jetzt? Preview. Ah, okay. Ich kann jetzt auswählen, wie das nächste Board aussieht, oder was? Oh Gott, was nimmt man denn da? Keine Ahnung, ey. Die Bonus-Damage. Aber wie kriege ich das denn jetzt? Muss ich hier... Hä? Ich check mal wieder nix. Ah, okay, jetzt kann ich das... Ach du meine Güte, ey. Was weiß denn ich? Okay, wir machen hier so weiter. Glyph-Socket. Kein Plan, ey. Das ist ja kompliziert. You saved him. The Undercity is here. Go. Ah, das ist die Undercity. Okay. Scheiße, es ist echt ein bisschen, als ob man studiert haben muss. Also es ist eigentlich echt nicht alles nicht so kompliziert. Es ist, ich frage mich nur, bei so vielen Zahnrädchen, wie will man dafür sorgen, dass alles immer in Perfect Balance ist? Ich glaube, das ist echt die große Schwierigkeit bei so einem Spiel. Weshalb die auch immer so lange dauern, egal ob das jetzt ein Path of Exile oder ein Diablo ist. Halt schon dafür sorgen, dass das alles irgendwie zusammen funktioniert.
Nächstes Mal werde ich den neuen Bild probieren. Crushing Hands Bild. Aber das Umskillen, das werde ich nicht machen. Ring. Gucken wir uns gleich an. Ancestral? Sag mal Ancestral? Ancestral. Ah, da ist Boss, oder? Prozent mehr Damage, wenn du Full Resource hast. Ist gar nicht mal so geil, oder? Plus 685 Maximum Life ist natürlich ganz geil. Plus 43.
critical strike damage. Dass ich mein Ult für ihn benutze, aber also hingefallen tut mich eigentlich. Pushen. 320, oder? Kills Extend. 320. Tatsächlich 800 Item Power. It says this time of year. Bangt, ich habe offline habe ich ein bisschen mich auf Level 60 gespielt in den letzten zwei Tagen. Haven't been there in years. Dr. Sommerreifen schreibt, mein generelles Problem mit Diablo ist das repetitive Gameplay. Nach einer gewissen Zeit fange ich vor lauter Eintönigkeit an, über mein Leben nachzudenken. Und das muss beim Zocken echt nicht sein. Fühle ich auf jeden Fall. Speak to Ormus. Rune words. Runes can be socketed into equipment with two sockets to grant powerful abilities. Activate a rune word. Link a rune of ritual with a rune of invocation. Gain offering with runes of ritual. Ja, jetzt wird es langsam kompliziert. Das wird immer komplizierter. Ah.
230 Item Power? Was ist das denn für eine Scheiße? Spielst du in naher Zukunft nochmal Witchfire? Ja, auf jeden Fall. Ja, ein Video kommt noch. Das letzte Mal habe ich Witchfire gespielt. Aber Witchfire wird hier noch weiter ein Thema sein, auf jeden Fall. Okay, jetzt habe ich hier diese Runenwörter. Requires 100 Offering. Gain 150 Offering. Also die Lilanen brauchen Offering und die Gelben geben Offering. Also hier zum Beispiel Gain 200 Offering, Drink Healing Potion. Heißt das? Heißt das, jedes Mal, wenn ich eine Healing Potion nehme, bekomme ich 200 Offering. Und dann würde er 8-mal das Ding triggern, oder was? Okay. Also hätten wir hier Restore one primary source, okay. Wir kriegen 150 Offering für jeden Ultimate Skill. Das ist aber ganz interessant, was man da dann nochmal für Kombinationen machen kann. Also hier, jedes Mal, wenn ich einen Ultimate Skill zauber, kriege ich 150. Und hier würden dann 100 von verbraucht werden. Und mein Pestilence Swarm gezaubert. Das ist natürlich insofern interessant, als wenn du es schaffst, dauernd Offering zu generieren, hast du dann auch dauernd dieses Ding. Das zum Beispiel braucht nur 25 Offering. Und gibt dir Critical Strike Chance für 5 Sekunden. Okay, das ist ja echt interessant, was da alles noch kommt, ey. Mhm. So, in 4 Minuten kommt der Realm Walker. By the way. Ancestral Amulet. Jetzt kommt der geile Scheiß hier langsam. Auch 800 Item Power. Plus 30% Resistance to all Elements. Critical Chance 7,8. Ja, Movement Speed brauchen wir nicht. Können wir theoretisch wechseln. Der Lucky Hit ist auch ein bisschen lame. Aber da können wir doch was draus machen.
oder? Vor allen Dingen die Resistances sind ganz geil. Wo ist meine Verkleidung? Die kriege ich immer. Meine Verkleidung ist eine Baseball-Cap. Insider-Joke. Okay, warte mal. Ziehen wir natürlich auf. Ah, nee, warte mal. Ah, shit, jetzt habe ich schon wieder so einen Zeitdruck. Ich würde jetzt gerne die Items aufwerten. Aber dann verpasse ich wieder den Realm Walker, der in einer Minute 40 kommt. Eddie trägt schon das Serienkiller-T-Shirt. What? Geht hier schon wieder dieser Teleport-Bug. Oh, wie es nervt, oder? Jetzt kommt der Realmwalker und ich habe Teleport-Bug. Wo ist denn hier die Teleport? So, wir warten auf den Realm Walker. I need to keep looking. My armor would often tell the tale of our ancestors who helped take down the giants when they walked this land. Sounds like just that, a tale. Da ist er doch. I believed him. Oh shit. Komm, 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 komm. Mal, wie sie alle da schnell hinreiten. Hier erstmal die Minions immer von ihnen alle wegbattlen. Nicht direkt vor den Realm Walker stellen, das kann tödlich enden. Momentan ist er nicht angreifbar. Wenn man eine Zeit lang seine ganzen Minions da gekillt hat, dann kommt er irgendwann runter und dann kann man ihn hauen. Und das macht man so lange, bis er halt irgendwann weg ist und ein Portal hinterlässt, das uns in den sogenannten Seething Realm. Brennend. Sicher. Und sehr schön. Drop. Das ist schön. Und da gibt es dann auch noch mal einiges zu killen. Inklusive Boss.
was macht ihr denn jetzt hier? Das ist doch gar nicht unser Problem. Wir müssen doch uns hier um den Realm-Boss kümmern. Und mit so vielen Leuten habe ich das. Ich glaube, das liegt daran, dass ich vorhin Torment gemacht habe. Penitent waren nie so viele Leute beim Realm-Boss. Ne? Als was ich gehe, danke, als was ich mich verkleide an Halloween, als Annabelle Schumke. Ich hier genug Make-up hab. Wahrscheinlich noch so eine Parfümerie Douglas überfallen oder so. Oh, da ist eine Rune. Die nehmen wir mit. Und da ist eine Glyphe. Die müssen wir auch mitnehmen. Oh, da geht er down, der Realm Walker. Kann ich noch irgendwas itemmäßig liegen lassen? Ne, dann gehen wir rein. In den Ceasing Realm. Hast du Terrifier 3 gesehen? Ja, Terrifier 3 habe ich schon gesehen. Reaper's Doom Gauntlet. Oh, enemies you poison have 100% reduced healing and your eagle skills gain. Das ist geil. Das ist genau das, was ich gesucht habe, diesen Aspekt. Der hat mir noch gefehlt für mein Bild. Das ist richtig nice. Was haben wir hier? Soll ich jetzt schon anziehen? Ja. Wunschgegner für die nächste Runde im DFB-Pokal. Zu Hause gegen Darmstadt. Fände ich geil. Mit dem Welttrainer, also von Darmstadt. So, was machen wir hier? Nehmen wir Gold, Equipment. Den nehmen wir natürlich Equipment, ne? Ja, Mage würde ich auch gerne nochmal spielen. Mage habe ich nicht gespielt. Ich habe am Anfang in der Kampagne habe ich den Wirbelwind-Barbar gespielt, als das Spiel rauskam. Das hat leider nicht so viel Bock gemacht, muss ich sagen. Hier der Build eigentlich. Dafür, dass das nur ein Leveling-Build ist, ist das echt okay. Da ist ein Goblin! Nein, haltet ihn auf! Bleib halt stehen! Jetzt.
dahin. Dann komm. So aus, ne? Oder ich hab die Drops schon eingebracht. Ne. Komisch. Goblins droppen nichts in dieser Welt. Okay, warum sind sie denn da? Digga, ich will die Schatzkiste da links öffnen. Ah, okay, es gibt eine extra Truhe dann. Am Ende, okay. Okay, es geht nicht mehr. Mehr vergiss es. Ich hätte wahrscheinlich dagegen hauen müssen, ich depp. Egal. Werden eigentlich die Paragon-Level werden doch eigentlich übernommen vom Hauptlevel, also vom Hauptcharakter, vom Main-Character in Everrealm, oder nicht? Ich dachte nämlich eigentlich, ich habe schon Paragon-Level. Aber die werden nicht übernommen, eins von beiden. Ja, ich dachte, ich weiß, dass du nichts übernommen willst, aber ich dachte, die Paragon-Level werden irgendwie übernommen. Echt gar keinen Grund mehr, den Main Realm zu spielen, oder? Also macht es ja echt nur Sinn, Seasons zu spielen. Da ist noch ein Goblin. Ich habe ihn genau gesehen. Wo ist er hin? Gemein. Die,
don't die, don't die, don't die. Also ohne Ult merkt man echt immer krasse Unterschiede. Muss man einfach sagen. Wäre ja auch dumm, wenn nicht. Boah, jetzt geht's ja aber ab. Muss ich ganz schön gegenheilen hier. Und jetzt. Ult, komm. So. Oh, mein erstes Legendary Temper. Geil. Für mein Rake-Build irgendwann mal. Das ist auch geil. Stinger. Was haben wir hier? Mother's Embrace. If a core skill hits 4 or more. Ich habe immer noch Schwierigkeiten zu checken, was ein Core Skill ist. Core und Basic verwechsel ich immer. Core ist mein Main Damage Dealer, Stinger tatsächlich. If a core skill hits 4 or more enemies. 47% Spring Reaver, das ist nicht so schlecht. Was haben wir hier? Ah, Vampiric Curse. Wo ist denn der Zarkanum-Dude? Ist der nicht? Chestrum Mythic Unique. Ah, hier kriegt man den geilen Scheiß, oder was?
kann nichts davon. Einfach nichts davon bauen. Hey Julia, was geht ab? Happy Halloween! Okay, erstmal zum Drink. Oh, da fehlt mir irgend so eine komische Blume. Well. Und es kostet halt einfach mal 5 Millionen. Angel Breath. 61 von 100. Okay. Da ist noch ein Cash. So. Was machen wir jetzt hier mit dem Mother's Embrace? If a core skill hits 4 or more. Das ist eigentlich ganz geil, aber für welchen Ring? Den, ne? Not bad, but you could do much better. Yes, yes. Wo ist denn der fucking Schmied, Alter? So, das waren nur Upgrades. A
Akkarat's blessings, Traveler. So. Ich will zwar hier diese Main-Quest langsam in Angriff nehmen, ist das auch mal durch, weil tatsächlich schaltet man durch die Main-Quest, glaube ich, noch ein, zwei Gebiete frei, die ich jetzt so noch nicht kann. Feels the same way about seeing you again. Abulan! Something's not right. Oh no. Sie haben mal was ganz Neues, das Monster erscheint in Diablo. Bei irgendeinem Ritual. Das passiert einfach nur immer. Er schließt einfach nur eine Tür auf und zack kommen die Dämonen. Es ist auch echt Dämonenpech. Konfront Mephisto. What's this now? I'll handle this. Manche haben Migräne, sie hat Mephisto. Joke, kleiner Spaß.
because of me. I wasn't smart enough, fast enough. It's my fault, she said. Leave the Fortress of Hatred. You're back. How many times has that happened? They are the one Akarat called for. Oh, Leute, nervt doch nicht. They are not far from here.
Dopper Blackie, ja, morgen kommt eine neue Folge Porn raus. Auf jeden Fall. Mit Jochen aus Ibiza. Fat Damon hat gesubbt und mir drei Bayern-Logos geschickt. Ich sag trotzdem danke. Do not fight the pain. You will not win. Let it move you. Let it carry you through. Schaue ich morgen bei der Monster Hunter Wild Open Beta rein. Ich habe bei der PlayStation Beta schon reingezockt. Ich wollte eigentlich heute Monster Hunter streamen. Da habe ich gesehen, dass die PlayStation Beta schon wieder fertig ist. Aha, wo sind wir hier? That will be the ritual. It's what. Und wie ist? Ich find's geil. Aber es ist halt Monster Hunter. Also. Ich glaube halt nach wie vor, dass es halt kein Mainstream-Spiel ist. Ich liebe Monster Hunter, aber. Ich glaube jetzt nicht, dass Leute, die zum Beispiel mit Worlds, Monster Hunter Worlds zum Beispiel gar nichts anfangen konnten, dass die sich dann jetzt in Wilds verlieben. Also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen mehr wie Worlds. Aber ich weiß noch nicht, ob diese Open World mir so hundertprozentig gefällt. Also es hat Vorteile und Nachteile. Aber das kann man jetzt natürlich, ich habe jetzt auch nur so zwei Stunden gespielt, und dann ist es wirklich beurteilen. Die Mechaniken selbst sind schon ganz geil, das mit dem Runden- und Fokussystem und so. Aber ansonsten fand ich, dass es sich schon sehr Worlds-mäßig gespielt hat. Und ich war auch relativ schnell, obwohl ich so lange kein Monster mehr gespielt habe, war ich relativ schnell wieder drin. Hast natürlich zwei Waffen, das ist auf jeden Fall ein Game-Changer, was das Spiel angeht. Das ist ganz geil. In-game noch leiser. Echt, ist immer noch zu laut. Ich hab's ja schon deutlich runtergemacht. Ja. Diablo einfach wirklich die ganze Zeit das Gleiche macht.
aber irgendwie auch nicht aufhören kann. Das ist schon auch ein bisschen faszinierend. Wie so ein Hund, dem man ein Stöckchen zuwirft. Ja, genau, wie eine Tüte Chips auch so. Aber auch so ein Feiertag, irgendwie draußen regnet. Ich kann mich jeden Tag weltbewegende Dinge. In-game immer noch voll laut. Ich habe jetzt schon 10-mal den Sound leiser gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Mortar. Klar, Diablo muss spratzen auf jeden Fall. Aber ja, im Stream kann das schon auch mal nerven. Hands upon hands. Da ist er ja, der Abulan. Let's go, Abulan, Mender of Wales. Man muss schon sagen, auch die Bosskämpfe sind eigentlich fast alle gleich. Einfach nur obwohl, komm, sag ich's, passiert dir was, was ich noch nicht gesehen habe. Wegstecken kann, oder? Albulan, was geht ab? Ja.
Letzte Ult hier. Ah, okay. Das war nur der kleine Abulan. Großer Abulan, immer noch groß. So viel. Ich habe jetzt durch die Upgrades ganz gute Resistenzen. What? Der hat wieder volle Energie? The fuck? Das kann doch gar nicht sein. Ne, das sind wieder seine kleinen Minions oder was? Alter. Abulan! Wann gibt's wieder Schach? Am Wochenende wahrscheinlich. Vielleicht auch gleich ein bisschen noch. Ein bisschen gegen Community spielen. Das ist auf jeden Fall definitiv der längste Bosskampf, den ich bislang hatte hier, glaube ich. Ehrlich gesagt, ein bisschen der Finger vom Zocken weh. Jetzt habe ich gleich nochmal mein Ult. Jetzt bleib halt da mal stehen! Das geht ihm. Komm, da geht er down. Oder? The corruption is spreading. No. I was the one who failed Abulan. Anna, accept me. No, Anna. Ich bin in-game mega laut. Ich bin zu laut? Hä? Ich hoffe gar nichts mehr. Bin ich zu laut oder das Spiel zu laut? Oder ist nichts zu laut? Ja, das ist zu laut. Was denn jetzt? Lepitik sagt, es ist zu leise. Thank you.
Nahu he awaku. Oh, Eru. Come. Let's give him space. Habe ich eigentlich gar keinen Loot gekriegt? Ah, okay. Ich wollte schon mich beschweren. Oh, nochmal ein Legendary Temper. Rocksplitter Protector Defensive. Cooldown. Guck mal hier, das sind schon richtig gute Rolls mittlerweile. Und den ganzen Scheiß brauche ich auch. Ist das so viel Stärke? Das verstehe ich nicht. Critical Strike Chance? Critical Strike Damage? Liegt das nur an den 98 Dexterity? Ich würde jetzt hier mit Diablo Schluss machen und dann würde ich noch vielleicht jetzt eine Stunde oder so ein bisschen Schach spielen, Nikola. Nee, heute kein Witchfire. Es kommt noch eine Folge Witchfire auf YouTube. Wir haben 12 Punkte wieder zu vergeben. Wir kannst du jetzt machen, Nikola. So, was machen wir? Gut war, weiß ich noch nicht. Modify. Equip. Was ist das? Rare. Das ist ja voll der komische Skill-Irrgarten.
Oh, das ist auch nicht schlecht. Das hätte ich noch mitnehmen sollen, ne? Ja, machen wir dann gleich. So. Go and find out. Haben sie mir ein paar Stiefelchen gekriegt, oder was? Hatred's March of Reactive Armor. Okay. Das war auf jeden Fall mal eine längere Quest. Jetzt geht's hier weiter. Hab ich jetzt aber gerade mal keinen Bock drauf. Was ist hier? Paragon ist jetzt deutlich komplexer als zuvor, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen verglichen mit Diablo 3, das ist ja gar kein Vergleich mehr. Was aber auch gut ist, damit man sich so ein bisschen auch übers Aufleveln im Endgame freut, finde ich. Also schon okay, auch wenn ich mich jetzt noch nicht hundertprozentig damit befasst habe. Gif Mordarin. Who the fuck ist Mordarin und wo ist der hier? Hier ist kein Mordarin. Okay. Wahrscheinlich habe ich nicht, was ich brauche. Deshalb kann ich ihn nicht ansprechen. Ich würde gerne nochmal zu diesem Zakuram-Captain. Aber irgendwie... Ah, ich muss bei dem das Elixier herstellen. Okay, das macht Sinn, ja. Das habe ich gerade nicht gepeilt. Oh, 1000 bis 5. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Wo war das jetzt? Das werde ich jetzt doch nochmal checken. Was für ein Shadow-Dings will er, ne? Das hier? Elixir of Shadow Resistance. Aber reicht da nicht ein kleines?
Ja, geil, die Quest dauert jetzt schon viel zu lang. Wo ist er denn jetzt hin? LOL? Boah, was ist denn das? Ich dachte, das ist hier mal schnell gemacht, diese Sidequest. Aber denkste. Search the runes for evidence. Dann noch angenommen. Oh, mein Dragon Age Key ist gerade angekommen. Ist der hier? Können wir das morgen oder übermorgen? Nimmt jede Item-Geschenke an. Ebiltak, was meinst du damit? Ich bin mir nicht zu fein, Geschenke anzunehmen. Warum nimmst du die Sachen nicht? Nimm doch die Sachen. Digga! Ah, these will do perfectly. Thank you for your diligence. All of these elements. Warum machst du Schadenszahlen nicht an? Sind die nicht an?
Schadenszahlen sie nicht an. Gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Oh, guck mal, wir können hier auch ein bisschen weiter rausgehen. Wo macht man die denn an? Minion Health Bath? Bath? Ja, die jetzt muss ich doch mal fragen. Wie bitte? Was? Du hattest vorhin gemeint, dass Monster Hunter Beta vorbei ist? Auf der PlayStation, ja. Ach so, weil auf Steam ist gerade nämlich noch ongoing, deswegen frage ich. Ja. Okay, nee, dann ist alles gut. Combat Text, Combat Text? Das hier? Ist das das? Show Combat Text? Nein, jetzt habe ich nicht gesaved. Klassiker. Wieso habe ich denn die Damage-Zahlen nicht an? Bin ich bescheuert? Das ist doch der ganze Spaß. Ich bin komisch. Aber es ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass es nicht da war. Und es gibt wieder ein Ritual. Doch, Damage-Zahlen finde ich schon wichtig. Wie ist so die Erwartungshaltung an Dragon Age im Chat, Leute? Seid ihr Dragon Age-Fans? Das sind doch die Zahlen, die wir sehen wollen. Das hätte ich mal gebraucht, als ich noch diese Handschuhe da getragen habe, die zwischen 100 und 260% Schaden machen. Zwischen 1 und 260% Schaden. Hätte man ganz gut gesehen. Ob die taugen oder nicht. Okay, was eine übertrieben lange Nebenquest, die mir ein Item gegeben hat für den Sorcerer. Stark. Das hat sich ja gelohnt. Remblo, sehr, sehr gut. Ich warte, bis der weltbeste Let's Player der Welt aus Deutschland seine Meinung dazu abgibt. Das ist immer richtig. So, jetzt gehen wir erstmal Salvagen.
Wie kriegen wir jetzt nochmal schnell Sakarum Rank? Was geht am schnellsten für Sakarum Rank, Leute? Höllenhorden, während brodelnder Opal aktiv ist. Brodelnder Opal muss ich machen, ne? Aber was ist brodelnder Opal? So, irgend so einer einfach? Ach so, kills, accumulate reputation, ist egal. Okay, ich verstehe. Und dann? Höllenhorden, also Helltides. Aber was ist nochmal? Helltides ist das hier in dem Gebiet, oder? Sind das hier Helltide? Ist das hier Helltide? Dieses rote Gebiet, oder? Mich würde die Meinung zum aktuellen Dragon Age Shitstorm interessieren. Okay, da habe ich mal wieder, glaube ich, nicht richtig was mitgekriegt. Was ist der Shitstorm dieses Mal? Höllenhorden sind in der Hölle. Aber ist das jetzt nicht hier Helltide? Das ist doch Helltide. So, und jetzt zünde ich hier so ein, ja? Und jetzt müsste es doch hier geil sein, oder was? So, klärt mich auch, was ist der Dragon Age Shitstorm? Zinder, das ist doch auch nicht das Richtige, was ich suche, oder? Keine Ahnung, ob ich jetzt hier das Richtige mache, ehrlich gesagt. Höllenflut. Das ist Höllenflut. Höllenhorde ist die Arena mit den Wellen. Da brauchst du Höllenkompasse. Mal unter Dungeon-Schlüsseln gucken, ob es da einen Kompass gibt. Okay, ich bin hier falsch. Ja? Scheiße. Alles mit Hölle irgendwie. Nightmare Dungeon, Nightmare Dungeon, Nightmare Dungeon. Wo kriegt man denn jetzt dann so einen Kompass? Ich will ja nur dieses Zakarum-Level noch eins hochkriegen, damit ich die Season Akt 3 endlich abschließen kann. Ich glaube, ein Realm Walker wäre der schnellste Weg, oder? Ich weiß auch nicht, ey, es ist complicated. Realm Walker kommt in einer Minute. Wo ist er? Freunde, wo ist er? Ich mal wieder nicht finde. Wo ist der scheiß Realm Walker?
Ja, geil, ihr... Da ist er. Shit. Ich komme! Geronimo! Wartet auf mich! Die Kavallerie kommt! Bin ich doch. Lass mich mitmachen. Das ist doch der geile Scheiß, den ich brauche. Zarkanum Remnants. Irgendwie Realm Walker macht fast noch am meisten Spaß, finde ich so momentan. Aber es gibt ja auch irgendwie noch so Ultra Lilith oder so. Weiß ich gar nicht, wie man das macht. So, jetzt haben wir Sarkamon Level Up. Und Exquisite Blatt. Hier finden wir den ganzen Scheiß, den wir nämlich brauchen. Für den ganzen anderen Scheiß, den wir brauchen. Im Prinzip Diablo in a nutshell. Geh dahin, kämpf gegen 1 Million Monster, damit du den Scheiß kriegst. Damit du gegen 1 Million andere Monster kämpfst, damit du den Scheiß kriegst. Mit dem du dann gegen 1 Million andere Monster kämpfen kannst, damit du den Scheiß kriegst. Und mit etwas Glück kriegst du den Scheiß, den du eigentlich willst. Ist dann aber besserer Scheiß, ja. Er schüttelt sich, er rüttelt sich, er wirft sein Rucksäckchen hinter sich. Es tanzt ein Super Realm Walker in unserem Kreis herum, fiddibum. So, den Dungeon machen wir noch. Die Director von Veilguard ist halt Transfrau und darauf wird stark eingegangen im Shitstorm. Aber inwiefern beeinflusst das das Spiel? Generell solche Themen bei Videospielen in der Vergangenheit ja eher immer ein bisschen schwierig gewesen. Nicht jeder mag solche Themen, die auch in unserer Gesellschaft ja durchaus diskutiert werden, in seinem Videospiel. Und das kann natürlich dann die Verkaufszahlen vielleicht beeinflussen. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir vorstellen.
Weil Velgard extrem woke Themen hat und weit weg vom Original Dragon Age ist. Der Companion weiß nicht, ob er Frau oder Mann sein will. Ja gut, also ich kann ich jetzt natürlich schwer was zu sagen, ohne das Spiel gespielt zu haben. Ich kann mir das halt schlecht vorstellen, dass in so einem Dark Fantasy Setting irgendwie das Thema Gendering oder Trans oder so da irgendwie drin vorkommt, ohne dass das irgendwie komplett deplatziert wirkt. Weil das sind ja nun mal Themen, die aus unserer Welt kommen. Aber, okay, also ich weiß jetzt nicht, wie on the nose es ist und wie nervig es ist oder ob das vielleicht subtil eingearbeitet ist in die Charaktere und die Story, dass da, weiß ich nicht, ein Drachenmensch ist, der nicht weiß, ob er ein Drachenmensch ist oder ein Echsenmensch oder keine Ahnung. Kann ich jetzt so aus der Ferne überhaupt nichts groß zu sagen. Für mich ist eigentlich, also klar kann sowas nerven und die Immersion auch stören, aber für mich ist da in erster Linie erstmal interessant, ob das Spiel an sich auch Bock macht. Kampfsystem, Welt, Looten, Leveln, dies, das, der Shit halt. Da ist ein Goblin! Nein, er ist entkommen, die Sau! Ich habe ihn zu spät gesehen. Die toxische Gaming-Gemeinde sucht sich halt ständig was zum Hassen und Aufregen. Ja, das ist jetzt aber auch verallgemeinernd. Also erstens mal bin ich nach wie vor der Meinung, dass es nicht eine toxische Gaming-Gemeinde gibt. Und man kann dann nicht immer sagen, wenn irgendwas Negatives ist, das sind die Gamer. Weil da muss man auch bei den positiven Sachen das sagen. Und das würde ja auch nicht stimmen. Also da muss man schon auch so ein bisschen differenzieren, finde ich. Wer nimmt denn für sich bitte in Anspruch die gesamte Gaming wie hast du es geschrieben? Gemeinde, die Gaming Community, was soll das überhaupt sein so? Also muss man da irgendwie einen Mitgliedsantrag unterschreiben oder reicht es eine PlayStation zu haben? Da tue ich mich schwer mit solchen verallgemeinernden Sachen. Es ist wie in unserer Gesellschaft halt auch. Es sind Themen, die manche Leute stören und manche nicht. Manche finden es wichtig, manche nicht. Manche machen sich drüber lustig, manche nicht. Ich würde das nicht irgendeinem Hobby oder irgendeiner vermeintlichen Community zuschreiben. Die Leute müssen nicht aus der Gaming-Szene kommen. Die würden sich wahrscheinlich auch drüber aufregen, wenn es in einem Film oder in einem Buch oder sonst irgendwas wäre. Und das hätte mit Gaming nichts zu tun. Ich finde, also generell unabhängig von meiner Meinung zum Thema, finde ich halt, es gibt ja wahrscheinlich für alles einen Platz und einen Ort. Und ich finde es schwierig, wenn solche Themen so, wenn man so das Gefühl hat, dass die einem so reingedrückt werden. Und das Gefühl habe ich dann, wenn sie an Stellen passieren, wo sie eigentlich gar nicht passieren würden normalerweise, ja. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, ich mit meinen Kindern Sendung mit der Maus gucke und die Sendung mit der Maus sich plötzlich fragt, ob sie männlich oder weiblich ist oder transition soll oder so, dann würde mich das auch nerven, weil ich finde nicht, dass das unbedingt bei der Sendung mit der Maus sein muss. So. Aber deshalb kann ich da, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich generell irgendwas gegen Trans-Leute habe oder sonst irgendwas, aber ja, man könnte ja auch 10.000 andere Probleme nennen, wo ich sagen würde, also es muss jetzt gar nicht das Thema Trans oder Gendern oder so sein, sondern es gibt ja auch andere Themen. Du kannst genauso gut sagen Impfung oder Masken oder Covid oder so. Da hätte ich ja jetzt auch keinen Bock, ein Dragon Age Spiel zu spielen, wo diese Diskussion plötzlich eine große Rolle spielt. Wo ich mir sagen würde, ja okay, aber ich bin froh, dass die Pandemie vorbei ist. Ich habe jetzt keinen Bock, bei Dragon Age, bei meiner geliebten Rollenspielreihe, da mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also insofern
finde ich, macht man sich dann auch leicht, wenn man das dann einfach auch nur immer so auf blinden Hass von irgendwelchen Incels schiebt oder so. Das wird der Sache halt auch nicht gerecht. Das ist zu undifferenziert und damit macht man sich's auch zu einfach. Und schert halt alle so, die halt keinen Bock auf das Thema haben und macht die gleich zu so Anti-Trans irgendwie Leuten und stellt die in so eine Ecke mit vielleicht anderen Leuten, wo die ja überhaupt nicht hingehören. Nur weil in dem Punkt eine Meinungsübereinstimmung ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Das finde ich irgendwie auch nicht geil. Und mein, letztendlich muss man sagen, wenn das der oder die Regisseurin von dem Spiel in ihr Spiel einbauen will, weil das Thema ihr wichtig ist, dann ist das ja ihr gutes Recht, sag ich mal. Genauso wie es das gute Recht ist von, weiß ich nicht, einem Filmregisseur, jedes Thema zu behandeln. Ist halt nur immer auch, ne, wenn man jetzt siehe Ryan Johnson, wenn du dir ein geliebtes Franchise nimmst, was für gewisse Werte, für ein gewisses Universum, für gewisse Charaktere oder was auch immer steht und dann da so deinen eigenen Spin draus machst, weil dir das halt einfach wichtig ist, dann kannst du das machen. Es kann auch trotzdem erfolgreich sein, aber es wird halt auch Leute geben, die sagen, ja, das finde ich nicht so geil. Das finde ich auch legitim zu sagen, ohne dass die Leute, die sagen, finde ich nicht geil, direkt in eine Ecke mit irgendwelchen Faschos oder so gestellt werden müssen. Also, da macht man sich's zu leicht. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel keine Sekunde gespielt. Ich habe auch ehrlich gesagt so im Vorfeld noch nicht so viel darüber gelesen und kann jetzt so rein inhaltlich zu dem Shitstorm also überhaupt nicht wirklich was sagen. Ich kann nur so allgemein reden. Ich habe Dragon Age Inquisition habe ich zum Beispiel sehr gerne gespielt, bis ich es mir durch Cheaten mehr oder weniger kaputt gemacht habe. Was heißt Cheaten? Ich habe so einen Exploit gehabt, mit dem man die Drachen ohne Damage zu nehmen killen konnte. Und dann habe ich die ganzen Drachen getötet und dann habe ich mir so selber ein bisschen so nach zwei Dritteln des Spiels den Spielspaß genommen. Aber da war es auch schon so, dass das Spiel auch sehr repetitiv wurde. Mit so klassischen Open-World-Quest-Geschichten. Sammle 5 hiervon, sammle 6 davon und so weiter. Aber bis dahin hat es mir schon auch Bock gemacht. Was hält denn hier so viel aus? Ich glaube übrigens, ich kann bald schon zu Torment 2 hochgehen. Ich meine, ich nehme hier noch Schaden, aber ich sterbe ja wirklich fast gar nicht. Es ist nicht super schnell, wie ich voran progresse. Aber ich kann hier teilweise in den Chat gucken, während ich kämpfe. Wenn ich nicht direkt in der Giftpfütze stehe. Also eventuell Zeit, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Bestimmt habe ich es jetzt gerade gejinxt, wie immer. So, guck. Chest. So. Und nochmal ein Legendary Temper, Armored Hide, Patient Guard, Rock Splitter. Die Dinger wären noch wichtig, hinten raus. Die wären noch wichtig, deshalb freue ich mich, wenn ich die habe für meine anderen Builds. Ja, ich glaube, ich müsste jetzt auch fast alle Aspekte haben. Jetzt gilt es, die erstmal hoch zu leveln. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch Verbesserungs-
Möglichkeiten beim Helm. Fuck it, mach ich einfach. Und den Rest würde ich tatsächlich salvagen, um die Level der Aspekte zu erhöhen. Damit, wenn wir dann den wie hieß er? Thunderfist? Nee, hab schon wieder vergessen, wie er hieß. Bild spielen. Dass wir dann alles gut haben. Ich vermisse mal den Gunfire-Ede. Meinst du Grumpy-Ede? Was ist denn Gunfire-Ede? So, wir wollen zum Zakarum-Dude. Wo ist der nochmal? Ich vergesse das immer. Das sieht ja aber auch... Man muss auch fairerweise sagen, die Städte haben keinen Wiedererkennungswert, oder? In dem Spiel. Die sehen alle gleich aus irgendwie. Man hätte auch eine große Stadt machen können. Zu der man immer wieder zurückkehrt. Das hätte auf jeden Fall auch funktioniert. Wo ist der Dude? Ich finde die Städte so, ich könnte GeoGuessr spielen nur anhand des Bodens. Ja, Kyovishat ist großartig, aber da braucht man doch auch sonst nichts mehr. Reicht doch. Wo ist aber jetzt der Zakarum-General schon wieder? Warum wird er mir nicht auf der Map angezeigt? Ich check das nicht. Checker Tobi. Echo of the Hatred. What the fuck? Wo warst du? Du warst hier. Nee, doch. Ah, weil das so klein ist, oder? Ist es das? Ja. Also ich finde die Städte leider sehr austauschbar. So, das kriegen wir nicht. Und jetzt kommt aber der geile Scheiß. Warte mal. Okay, wir machen das erstmal auf. What? Wie nehme ich jetzt den Ring auf? Das ist ja scheiße. Ohne den... So. Guck mal, zwei Uniques haben wir gekriegt. Peacemonger's Signet. While you have at least four stacks of ferocity, you gain 4 vigor per second. Okay, das kann ich noch nicht so richtig beurteilen. Das, und was haben wir hier? Ach nee, das ist gar kein Unique. Das ist rare. Ja, das sieht aus wie unique. Aber hier ist noch ein Unique. Tatsächlich, hier. Harmony of Ebivaka. According to your secondary Spirit Hall choice, your skills are all additional Jaguar, Eagle, Gorilla and Centipede skills. Das klingt ziemlich mächtig, ehrlich gesagt. Aber ich kann nicht... Ehrlich gesagt, raff ich es nicht so ganz. Hat aber einen guten Roll, 28 von 30. Movement Speed können wir rerollen. Plus 2 Velocity können wir auch rerollen. Ist auf jeden Fall besser als der Helm, den ich eben... Den habe ich auch eben gerade erst gefunden, den Helm, also... Das wird auf jeden Fall erstmal unser neuer Helm. Das hier weiß ich noch nicht. Den Gegenstand würde ich tatsächlich in die Chest legen. Weil ich nicht weiß, ob das vielleicht für irgendein Bild gebraucht wird. Ist ein bisschen schade, dass man aus Uniques keine Aspekte ziehen kann tatsächlich. Was ist denn die Scheißkiste hier?
So, aber wir sind längst noch nicht am Ende mit unserem Loot. Gleich gibt es einen ordentlichen Lootregen. Das wird richtig geil gleich zum Abschluss. Erstmal salvagen wir alles schön. Für die... Ach mal, sogar drei neue. Zwei Upgrades. Nee, ein Upgrade, vier neue. Dann wollen wir natürlich reparieren. Und jetzt holen wir uns unsere Belohnung aus der Season. Moment, ich krieg doch alle, oder? Chapter 4 habe ich auch schon fast fertig. Hä? Das ist ja geil. Guck mal, ich habe Chapter 3 und 4 quasi geclaimed. Baby. Okay, wir müssen irgendwo hingehen, wo Platz ist. Das ist ja geil. Ich habe Chapter 3 und 4 zusammengeclaimed. Ich brauche irgendwo Platz. Jetzt komm hier. Jetzt droppt gleich richtig. Jetzt ist... I spit hot fire, sage ich euch, Leute. Ich brauche hier ist Platz. Hier ist Platz. Hier ist Platz. Mal gucken, dass hier keine Gegner kommen. Hier droppe ich jetzt. Okay, wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Caches. Was ist das geil? Man denkt, es ist so viel. Das ist gar nicht so viel. Ein Unique. Nee, ein. Was ist besser? Ancestral oder Unique? 800 Item Power. Plus 3 Vigor on Kill. Naja. Ist gar nicht mal so geil. Ist nicht so geil. Guck mal, ob ein Kompass dabei war. Hier ist auf jeden Fall sowas dabei. Was ist das? Scroll of Amnesia. Legendary Scroll. Refunds all of your allocated skill points and paragon points. Na toll. Das brauchen wir doch gar nicht. Was ist das? Living Steel. Seething Opal of Torment. Aber kein Kompass, oder? Schlüssel. Ah, doch, hier ist ein Kompass. The Infernal Hordes Compass. Pass through the gates of hell to face the Infernal Hordes. The Infernal Hordes and Burning Hells. Wave Cap 10. Der Boss von Living Steel droppt den Midnight Sunring, den du möchtest. Okay. Es ist Wahnsinn, was hier an neuen Kram, Drops und so weiter kommt, sobald man mit Level 60 in Torment geht. Das ist echt nochmal komplett krass.
Ja, aber leider muss man sagen, in all den Caches nicht wirklich was Geiles dabei. Eine geile Waffe habe ich nicht gekriegt. Haben wir noch kuriosen Money? Ja, aber nicht genug für den Stab. Eher sparen, oder? So, wo haben wir denn jetzt hier? 750, 750. Oh, hier, guck mal. 469 Item Power. Unsere Hosen sind Level 41. Wir haben ja richtig shittige Hosen. Waffe geht. Nee, warte mal, bin ich dumm? Doch. Die Hosen sind mies. Okay, dann gehen wir mal kurz zum... Wo ist der kuriosen Dude? Hier. Kaufen dir eine neue Hose. Hoffen wir mal auf eine geile Hose. Hast sogar ein Unique. Tacits of the Dawning Sky. When you take damage from a non-physical damage type, you gain 8%. Okay, das ist leider Minimum Roll. Maximum Resistance to that damage type for 6 seconds. Moment. Du bekommst 8% Maximum Resistance. Was heißt denn 8%? Ist das nicht ein Widerspruch? 8% Maximum? Entweder ist es Maximum oder ist es 8%. Hä? Naja, egal. 150 Ammo, 46 zu All Stats. Movement Speed können wir rerollen. 1,3% Resistance to all Elements. Ah, aber 27,5% Resistance to all Elements ist ziemlich nice. Gar keine Frage. Die Hose nehmen wir. Können wir eigentlich die Hose, können wir eigentlich auch Uniques? Ah, okay, jetzt können wir hier Masterworking machen. Ah, ich habe immer noch keinen von diesen komischen Opalen. Aber wir können die tempern, oder? Nee, können wir nicht. Ja, das mit dem Battle Pass habe ich auch schon gemacht. Ich hatte sogar Battle Pass bei meinem Key dabei. Und dann kann man hier diese Season Blessings, das meinst du, Exi, ne? Dass man hier auch nochmal sowas hochleveln kann, was sich auswirkt aufs Spiel. Das ist doch eigentlich nicht schlecht, dass man zwei Items beim Kuriositätenkabinett kriegt.
Hä? Die müsste man... Ring und Amulette müsste ich noch socken und so weiter und so fort. Also hier ist noch ein bisschen Tuning möglich. Wir können ja auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen aus dem momentanen Equipment. Diamanten upgraden, dies, das. Halt so Standard-Stuff. Die ganzen Items tempern. Also da kann man noch ordentlich was rausholen. Sieht das nur so aus oder konntest du da noch zweimal Asche claimen? Nee, das ist das. Das habe ich auch erst nicht gerafft. Hier, ne, die Asche. Da steht free. Aber da steht, Smoldering Ashes can only be unlocked through favor earned. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man dieses Favor bekommt. Das steht da auch irgendwie nicht. Earn favor. By killing monsters, completing quests and completing objectives in the season journey. Das ist natürlich auf gut Deutsch, bekomme Favor durch Spielen. Aber man kriegt das echt nur wenig irgendwie. Du musst halt hier, da siehst du Reward, Favor, Reward. Du musst halt hier diese Quests aus den Journeys, aus den Seasons machen. Complete Nightmare Dungeons. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Renown Fortschritt habe ich geclaimed, wo es halt ging. Habe ich halt vieles noch nicht gemacht. Aber in den meisten Fällen gibt es auch keine interessanten. Klar, da gibt es noch Obols und Paragon Punkte, aber ansonsten. Die Skillpunkte Belohnungen habe ich alle gemacht, ja. Okay. So. Dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein, ne? So schnell gehen hier fast 4 Stunden Diablo rum. Gefühlt habe ich überhaupt noch nicht angefangen. Oh. Und ich sag euch, das war jetzt übrigens alles auf der Playse. Jetzt kriege ich da die komische Grafik. Das war alles auf der PlayStation. Es hat richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Also es spielt sich auf der PlayStation fantastisch. Anders kann ich es nicht sagen. Also falls ihr überlegt, ob ihr habt keinen geilen PC oder so, aber nur eine Konsole. Ich kann nur positiv über Diablo auf Konsole sprechen. Ich habe da wirklich nichts Negatives, kann ich dazu sagen. So, ich mache jetzt Feierabend. Bisschen auch noch mit der Familie heute den Feiertag genießen und schicke euch weiter.